Australien ist dabei, eine echte Weltmacht zu werden. Zusammen mit den USA und Großbritannien wird eines der tödlichsten und stärksten konventionell bewaffneten U-Boote mit Nuklearantrieb gebaut. Mit einem Mindestbudget von 245 Milliarden Dollar wären dies die höchsten Rüstungsausgaben in der Geschichte Australiens. Dieses Projekt würde die militärische Macht Australiens im Alleingang von einem untergeordneten NATO-Mitglied zu einem führenden Mitglied machen. Und das alles nur wegen China, das Australien immer wieder bedroht und angegriffen hat. Damit ist jetzt Schluss, denn China wäre wahrscheinlich vorsichtiger, wenn es die Berichte über die australischen U-Boote verfolgt hätte. Im September 2021 haben Australien, Großbritannien und die USA AUKUS angekündigt, ein Kürzel aus den Anfangsbuchstaben der drei Nationen. Am 13. März waren der amerikanische Präsident Biden, der australische Premierminister Albanese und der britische Premierminister Sunak auf dem Marinestützpunkt Point Loma in San Diego, Kalifornien, um Einzelheiten zu besprechen. Zusätzlich zu den U-Booten, die von der Allianz sowohl für Australien als auch für Großbritannien gebaut werden, wollen die USA auch drei ihrer stärksten U-Boote, die U-Boote der Virginia-Klasse, an Australien verkaufen. Dies würde entweder eine chinesische Bedrohung abschrecken oder ihr entgegenwirken, bis die neue U-Boot-Klasse erscheint. Die neue U-Boot-Klasse, die als SSN AUKUS bekannt ist, läuft ebenfalls auf Hochtouren und ist laut Vizeadmiral Jonathan Mead, dem Leiter der australischen AUKUS-Einsatztruppe, zu etwa 70% ausgereift. Nach ihrer Fertigstellung werden diese U-Boote die größten Angriffs-U-Boote sein, die Australien und Großbritannien jemals hatten. Und das ist eine Premiere. Nie zuvor wurde ein atomgetriebenes U-Boot für den gleichzeitigen Einsatz durch zwei Marinen entwickelt, die ihre Mittel zusammenlegen. Derzeit stellt Großbritannien den größten Teil der Erfahrung und des Designs zur Verfügung, da die neuen U-Boote auf dem nuklearen Angriffs-U-Boot der nächsten Generation SSN Air basieren, aus dem die SSN AUKUS entstanden ist. Im Jahr 2018 hat Großbritannien mit der Ersetzung seiner laufenden und noch im Bau befindlichen U-Boote der Astute-Klasse begonnen. Dieses Projekt war ursprünglich als Maritime Underwater Future Capability bekannt, wurde aber später in Submersible Ship Nuclear Replacement, kurz SSNR, umbenannt. Zum Start des Projekts vergab das britische Verteidigungsministerium zunächst 234 Millionen Dollar, die zu gleichen Teilen an BAE Systems und Rolls-Royce gingen, damit beide Unternehmen sich Gedanken über die Fähigkeiten machen konnten, die die neuen U-Boote der SSNR-Klasse haben könnten. Es lief alles glatt, reibungslos und wie geplant, bis China aufmüpfig wurde, indem es in fremdes Hoheitsgebiet eindrang und ausländische Flugzeuge mit Laserstrahlen beschoss. China hat sich dabei aber ausgerechnet das Land ausgesucht, das die perfekte Allianz mit den USA und Großbritannien hat. Diese vereinten Weltmächte wollen Australien um jeden Preis schützen und machen das Land nun zu einer Weltmacht, die nur mit ihnen konkurrieren kann. Im März 2023 kündigte der britische Premierminister Rishi Sunak an, dass das Vereinigte Königreich die Verteidigungsausgaben in den nächsten zwei Jahren um zusätzliche 6 Milliarden Dollar erhöhen wird. Ebenfalls im März wurde das britische SSNR-Projekt in SSN AUKUS umbenannt, das nun nicht nur für Großbritannien, sondern auch für Australien leistungsstarke Atom-U-Boote mit Nuklearantrieb, vertikalen Startsystemen und anderen von den USA beigesteuerten Technologien bauen soll. Damit wäre Australien, nach Großbritannien, das zweite Land in der Geschichte, das über die amerikanische Atom-U-Boot-Technologie verfügt. Was die vertikalen Startsysteme anbelangt, so arbeiteten die USA und Großbritannien bereits im Rahmen der Entwicklung einer anderen britischen U-Boot-Klasse daran, die Dreadnought-Klasse SSBNs. Diese vertikalen Trägersysteme wären generell nuklearfähig. Präsident Biden stellte jedoch klipp und klar fest, dass die AUKUS-U-Boote, die Australien erhält, nur nuklear angetrieben werden. Die U-Boote werden keinerlei Atomwaffen an Bord haben. Ihm zufolge ist Australien ein stolzer Nicht-Atomwaffenstaat und wird dies auch bleiben. Vizeadmiral Mead ging auch auf die Ängste in Australien in Bezug auf Atomwaffen ein, vor allem auf die Sicherheit der Atomtechnologie im Land. Er verweist darauf, dass sowohl die USA als auch Großbritannien mit ihren mehr als 500 Kernreaktoren in den letzten 7 Jahrzehnten eine makellose Bilanz vorzuweisen haben, mit denen sie 149 Millionen Meilen zurückgelegt haben. Diese Effektivität wird durch die höchsten Sicherheitsstandards gewährleistet und das solle auch so bleiben. Außerdem sollen die Atomreaktoren, die die australischen U-Boote antreiben sollen, geschweißt, abgeschirmt und versiegelt ins Land kommen,
und während der 3 Jahrzehnte dauernden Lebensdauer nicht geöffnet werden. Das würde bedeuten, dass die U-Boote um die 2070er Jahre aus dem Verkehr gezogen werden, da die australischen SSN AUKUS U-Boote voraussichtlich in den 2040er Jahren eingesetzt werden. Das Vereinigte Königreich würde das erste allerdings schon ein Jahrzehnt früher, in den 2030er Jahren, bekommen, da es bereits über die nötige Infrastruktur verfügt. Das ist bei Australien nicht der Fall, aber Großbritannien und die USA haben sich verpflichtet, bei der Entwicklung von Produktionskapazitäten zu unterstützen. Diese Entwicklung ist so gewaltig, dass sie in den nächsten 30 Jahren 20.000 Arbeitsplätze schaffen wird, von denen 8.500 direkt in der australischen U-Bootsbau- und Wartungsabteilung beschäftigt sein werden. All diese australischen Entwicklungen liegen jedoch noch mindestens 2 Jahrzehnte in der Zukunft. Aber das Land benötigt schon jetzt eine Verbesserung seiner U-Boot-Flotte. Deswegen werden die USA in den 2030er Jahren ihre am besten entwickelten U-Boote der Virginia-Klasse an Australien liefern. Die USS Virginia ist das erste U-Boot der Virginia-Klasse und das erste U-Boot der US Navy, das vollständig am Computer entworfen wurde. Sie ist ein atomgetriebenes Schnellangriffs-U-Boot mit Marschflugkörpern, das von der Electric Boat Division von General Dynamics gebaut wurde. Sie wurde 2004 an die Navy ausgeliefert, wurde aber schon ein Jahr später zum Einsatz im globalen Krieg gegen den Terrorismus entsandt, wo sie ihre Stärke in den Bereichen Tarnung, Aufklärung und Waffentechnik unter Beweis stellte. Ein Ergebnis von Millionen von Stunden unermüdlicher Arbeit. Tatsächlich waren bis 2007 bereits etwa 35 Millionen Arbeitsstunden für die Entwicklung geleistet worden. Der Bau eines einzigen U-Boots der Virginia-Klasse erfordert etwa 9 Arbeitsstunden und über 4.000 Zulieferer, was zu der stolzen Summe von $3,45 Milliarden führt. Das ist kein Wunder, zumal die USS Virginia als erstes U-Boot der Klasse einige Kostensenkungs- und Optimierungskurse verpasst hat, die bei einem Programm, das $29 Milliarden gekostet hat, viel zu wichtig sein sollten. Dafür erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten an der Oberfläche und eine olympiareife 35 Knoten Geschwindigkeit unter Wasser. Sie sind in der Lage, mit 25 Knoten leise und unauffällig zu schwimmen. Diese amerikanische Dominanz in der Mobilitätsabteilung ist einem General Electric SG-9 Kernreaktor zu verdanken, der mehr als 30 Jahre lang ohne Auftanken laufen kann. Was die Bewaffnung angeht, es sind 65 Raketen und Torpedos. Dazu gehören die UGM-84 Subharpoon-Rakete, deren primäres Hobby es ist, Boote unter Wasser zu setzen. Die neuartige Tomahawk-Rakete zur Schiffsabwehr und zum Landangriff, die manövrierfähig ist und während des Fluges den Kurs ändern und neue Zielkorrekturen vornehmen kann. Sowie die Mark 48 Advanced Capability Lenkwaffentorpedos. Sie zerstören jedes noch so große Ziel. Diese Ziele werden mit relativer Leichtigkeit aufgespürt, da sie mit den modernsten Sensoren ausgestattet sind. Dazu gehören ein U-förmiges Sonar mit großer Öffnung am Bug, leichte Sonargeräte mit großer Öffnung an den Backbord- und Steuerbordflanken, ein passives System TB-29 für die Erkennung im Heck und ein Hochfrequenz-Sonargerät, um die allzu zerstörerischen Seeminen zu erkennen und zu vermeiden. Wenn die U-Boote jedoch nicht gerade Ziele zerstören, nach ihnen suchen oder Seeminen ausweichen, können sie dank eines modernen Steuerungssystems nachrichtendienstliche Informationen abhören oder Teams von Navy SEALs oder anderen Spezialkräften einsetzen. Ermöglicht wird diese Art der Spionage durch ein für U-Boote unvorstellbares Maß an Tarnung. Möglich machen das ein leiser Antrieb, auf den Rumpf aufgebrachte Urethanplatten zur Dämpfung des internen Schalls, sowie die Software-Systeme, die elektromagnetische Signale überwachen und bei Bedarf reduzieren. Die Virginia-Klasse ist eine getarnte, schnelle und schwer bewaffnete U-Boot-Klasse, die als das Beste seit geschnittenem Brot für die Marine angesehen wird. Und schon bald würde Australien eine Flotte dieser amerikanischen U-Boote sein eigen nennen können. Australisches Marinepersonal ist bereits in der Schule für Nuklearantriebe des US-Militärs stationiert und wird wahrscheinlich nach Australien zurückkehren, um die zukünftige Generation von Matrosen auszubilden. Nach einem Jahrzehnt des Dienstes in Australien werden die U-Boote der Virginia-Klasse von den U-Booten der SSN AUKUS-Klasse ergänzt, die Seite an Seite und Rakete für Rakete arbeiten, um eine klare Botschaft an China zu senden, dass man sich nicht mit Australien anlegen sollte. Und eine weitere Botschaft an den Rest der Welt, dass wir alle diesen Kanal abonnieren und diesem Video ein Like geben sollten. Für Australien. Vielen Dank fürs Zuschauen.